Die Gnade erwiesen bekommen haben, hier zu sein. Es ist eine Gnade Gottes. Weil viele haben diese Gnade nicht erhalten. Und weil wir es erhalten haben, ist es nur durch die Liebe Gottes. Amen. 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 Das Thema des heutigen Tages ist, treu zu sein, danke. Treu zu sein. Jemand, der treu ist, dem vertraut man auch. Amen. 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 Wenn du treu bist, auch ein Kind des Hauses, wenn das Kind gehorsam ist, dann werden die Eltern das Kind wirklich vertrauen. Amen. Amen. Weil sie wissen, oh, das ist ein gutes Kind. Wenn du dieses Kind schickst, dann weigert es nichts. Wenn man sagt, tu das, dann tut das Kind das auch. Halleluja. Amen. Treu zu sein im Glauben ist sehr wichtig. Wir sind Kinder Gottes. Und Gott hat uns berufen. Und wir müssen auch treu gegenüber diesem Herrn sein. Wir müssen treu gegenüber unserem Vater sein. Halleluja. Amen. Wenn wir treu gegenüber unseren Eltern sind, und was ist dann der Vater, der uns gekriegt hat? Warum sollten wir nicht treu gegenüber ihm sein? Jeder, der treu ist, der ist auch gesegnet. Halleluja. Amen. Die Eltern können ihm nichts verweigern. Sei es auch im Spirituellen. Wenn wir spirituell, wenn wir treu sind gegenüber, Gott wird uns nicht wegstoßen. Und er wird uns nichts verweigern. Weil er schaut, wie treu wir gegenüber ihm sind. Wie wir ihn lieben. Und das ist der Wille des Herrn. Wir nehmen in Matthäus 25. Matthäus 25. Was zeigt uns? Das Gleichnis. Das mit dem. Bible lo Bible. Nzambe akosala lokola moto moko alingaki kokende na mobembo. Abengi basali na ye mpe apesi bango mbongo. Mbongo na ye nyonso na maboko na bango. Mpo babatela yango. Apesi na moto ndenge ekoki na mayele na ye. Na moto ya liboso apesi maboke mitano na ya mbongo. Pe na moto ya mibale apesi maboke misato na liboko
na ye na sima akei na moto ya misato liboke moko na sima akei. Amen. Amen. Bible lobi na biso. Ki Bible zat to sia. Yesu azako dali sabiso di sese oyo. Jesus zeigt uns hier die. Kotali sabiso di sese. Ndenge nini mokonzi oyo? Wie dieser König hier. Apesa ki basali na ye mo. Wie er seinen Dienern Geld gegeben hatte. Ich habe gesehen, oh, dieser König war ein guter König. Er hat gesagt, ich habe Geld und ich gehe ins Ausland und ich möchte, dass das Geld sich vermehrt. Aber damit es sich vermehrt, da müssen es die Leute auch gebrauchen. Und darum sagt es die Bibel, er hat seine Diener beauftragt. Und weil er sie vertraute. Er hat die Verwalter gerufen. Er sagte, ich habe Geld. Und ich kann das Geld einfach nicht hier lassen, damit es einfach rumliegt. Die Bibel sagt, er hat die drei gerufen gehabt. Er gab den ersten fünf Silberstücke. Und den zweiten hat er drei gegeben. Dann hat er den anderen gerufen. Und dann hat er nochmal eins gegeben. Warum hat er ihm diese Silberstücke gegeben? Er wollte, wenn er geht, dass sie weiterarbeiten können. Mit dem Geld, was sie erhalten haben. Dass sie damit arbeiten können. Und dass es sich vermehrt. Halleluja. Amen. Und er hat ihnen vertraut. Er ist ein guter König. Weil wenn es eben ein schlechter König wäre, dann hätte er das nicht gemacht. Er hätte gesagt, nein, ich bewahre es auf. Aber er hat gesagt, nein, das sind meine Diener. Ich lasse sie nicht zu. Und die Bibel sagt uns, er hat jeden Einzelnen das gegeben, was er ihm zugetraut hat. Und er hat geschaut, wie die Person in seiner Weise ist. Weil er wusste, wie es der Person ist. Wenn ich den 5 gebe, sagt er, dann kann er die 5 vermehren. Wenn ich diesen 3 gebe, dann kann er das auch vermehren. Und wenn er 1 bekommt, dann wird er diese 1 vermehren können. Die Bibel sagt uns, und so hat uns auch der Herr diese Gaben gegeben. Die Gaben, die wir von Gott erhalten haben, Gott hat jeden Einzelnen berufen und hat jeden Einzelnen seine Gabe gegeben. In seiner Kapazität. Du sagst immer, ach, warum bin ich nur eine Sängerin? Weil Gott wusste, du kannst gut singen. Und mit deinem Singen werden Leute ihr Leben ändern. Durch dein Singen wirst du Türen öffnen. Wir sehen, dass der Lobpreis, da hat die Mauer des Jerichos zum Fall gebracht. Und Gott wusste, diese Gnade, die sie halten, diese Gnade, die diese Gabe, ich gebe ihnen diese Gabe. Halleluja. Amen. Aber der Wille des Herrn ist, er schaut, du kannst 10 oder 6 bekommen. Aber Gott will, dass es sich vermehrt. Amen. Gott will, ich kann zum Beispiel nur die Gemeinde kehren. Es ist eine Gabe, die mir der Herr gegeben hat. Aber Gott möchte, dass ich vorangehe und dass ich mehr mache. Die Bibel sagt uns, der König gab ihnen das, was jeder machen konnte. Halleluja. In seiner Kapazität. Halleluja. Amen. Aber die Gnade, die sie hatten, es ist nicht für sie selbst gewesen. Die Bibel sagt, in 1. Korinther, 1. Korinther 12, 7.
nom de Jésus. Amen. En chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Abiete, grâce au moko na moko azwa, eza pour l'intérêt commun, eza pour na lisanga. Es ist für die Gnade, die Gaben, die wir erhalten haben, ist für die ganze Gemeinde. Halleluja. Amen. Die Gabe, die jeden einzelnen Gott gegeben hat, wir können damit nicht egoistisch umgehen. Halleluja. Amen. Wir können nicht damit egoistisch umgehen. Ich kann singen, aber ich sitze. Und ich sitze mit meiner Stimme da. Ich weiß, wie man Leuten hilft. Aber ich sitze da. Und ich helfe den anderen nicht. Ich weiß, wie man predigt. Aber ich sitze. Ich kann nicht mal meinen Mund öffnen, um zu sagen, komm zu Jesus. Wenn wir so tun, dann sind wir Egoisten. Wir wollen nicht, dass andere von der Gabe Nutzen haben. Aber die Bibel sagt uns, die Gabe, die jeder Einzelne hat, es ist für die Gemeinde. Halleluja. Amen. Du hast auch vielleicht die Gabe in deiner Familie. Das ist dann zu Nutzen für deine ganze Familie. Und Gott kann einen aus der Familie erheben. Das ist die Gnade, die er von Gott erhalten hat. Aber es soll nicht nur für ihn sein. Wenn ich erhalte, das ist auch für die Segnung der ganzen Familie. Halleluja. Amen. Amen. Aber es ist traurig zu sehen, in einer Familie, da ist jemand, der richtig gesegnet worden ist. Aber wenn du seine Geschwister siehst, seine Familie, dann bist du traurig. Er hilft ihm nicht. Sie haben nichts zum Essen. Sie leben ein hartes Leben. Aber wenn du diese Person siehst, die aus der Familie kam, er hat viele Dinge. Und in dieser Welt ist es auch so. Und so ist es auch mit Gott. Wir haben Gaben. Und Gott hat jeden Einzelnen berufen. Das, was Gott dir gegeben hat, nutze es, damit alle es benutzen. Alle wollen davon Nutzen haben. Weißt du, wie viele Leute gerettet können vielleicht nur durch die Worte, die du äußerst. Kann deine Familie retten. Halleluja. Amen. Das ist die Gabe, die dir der Herr gegeben hat. Die Bibel sagt, als der König dieses Geld gab, er schickte sie. Er sagte, geh und nutzt es. Und wenn wir weiterlesen, der, wo 5 Silberstücke bekommen hatte, mit dem Aufwand, dass er getätigt hatte, hat er nochmal 5 mehr dazu bekommen. Und der, wo 3 erhalten hatte, hat sich angestrengt. Und dann hat er wieder 3 erhalten. Halleluja. Amen. Frag dich mal, wie viel hast du? Was du in dir hast. Wie vermehrst du das? Halleluja. Amen. Das, was du erhalten hast, wie vermehrt es sich? Dienst du es auch? Nutzt du es auch oder nutzt du es nicht? Amen. 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 Wenn wir weiterlesen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Die Bibel sagt, als der König das Geld gab, er wusste, das, was die Frau machen kann, und die Kapazität des Kindes, wenn ich ihm eins gebe, dann kann es mehr werden. Halleluja. Amen. Halleluja. Aber er sagte, nein.
Das ist nicht Eve. Halleluja! Das ist nicht Eve. Wie sagt ihr, sagt ihr, Amen! Unser, der vermehrt sein. Er vermehrt sein. Halleluja! Amen. Hier der König, er zeigt, der wo nur ein Silber steht, auch mit seinen Kapazitäten, diese ein Silber steht, der König sein Leber, dass es eins wird, er produziert. Und dieses eine, das ist mehr produziert. Amen. Aber er sagte, nein. Er hat es einfach vernachlässigt. Diese Vernachlässigung als Kinder Gottes. Die Gabe, die der Herr gibt. Dafür, was dich herberufen hast, du hast es. Und dein Herz ich in dieser Sache, ich kann das machen. Aber ich bin nachlässig. Nachlässigkeit. Er hat ein Silberstück erhalten. Er war nachlässig. Er war untreu. Und dann war er. Halleluja. Faul. Oh, danke. Molo, er ist faul, er macht nichts. Aber er wusste. König hat ihm dieses Geld. Er wusste, wenn er geht, wenn er zurückkommt. Jeder muss dann sagen, was er mit dem Geld getan hat. Halleluja. Amen. Amen. Und so hat uns auch der Herr Gaben gegeben. Meine Geschwister. Er hat uns die Arbeit gegeben. Er hat uns diese Gnade gegeben. Und die Gabe, die jeder einzelne von uns erhalten hat, die Bibel sagt uns, wir werden Bericht davon haben. Von allem, was wir von dem Herrn erhalten haben. Halleluja. Halleluja. Amen. Sind wir wie dieser eine, der ein Silberstück und wir haben ein Loch gegraben und wir haben es im Boden vergraben. Ich weiß, er ist der König. Er hat die Macht. Er kann das vermehren. Und wo auch nicht mehr. Er ist faul. Der Herr wartet darauf, dass jemand arbeitet. Weil wenn du arbeitest, mit der Gabe, die du hast, du weißt, wie viele davon gerettet werden. Wenn du das machst, mit der Gabe, die du von Gott erhalten hast, weißt du, wie viele davon gerettet werden. Amen. Aber wenn du deine Gabe halt nicht aufbewahrst, dann kann auch sein, dass die Leute wegen dir. Und du weißt es halt nicht. Weil du nicht schaffst, Jesus zu sagen. Weil du es nicht schaffst, ihm den Weg Gottes zu sagen. Du zeigst ihnen nicht, wie sie gerettet werden können. Wie viele sind wegen dir vom Weg abgekommen? Und vielleicht sehen die Leute auch etwas Gottes in dir. Aber es zieht sie nicht an. Warum? Weil du es verborgen hast. Du hast es wie gemacht, als wäre es dein privates Eigentum. Die Bibel sagt, wenn Gott dir es gegeben hat, es ist für alle zu nutzen. Nicht nur für die Gemeinde, auch vielleicht in der Familie. Oder für unsere Mitmenschen. Und unsere Freunde zum Beispiel. Sie wollen auch gerettet werden. Und durch die Gabe, die du hast. Aber wenn wir es verstecken, und wir dienen, wir
Yes, listen. Derjenige, der uns diese Frage wird uns fragen. Und wir werden Bericht halten. Für alles, was ich hier getan habe. Für alles, was dich Gott berufen hat. Im spirituellen Leben. Es gibt keine kleine Gabe. Alle Gaben, die dir Gott gegeben hat, ist eine Gabe. Und der Wille des Herrn ist, dass wir das nutzen, was er uns gegeben hat. Halleluja. Amen. Es gibt keine kleine Gabe im spirituellen Leben. Mach dich nicht kleiner. Ich weiß nicht, nein. Mit dem Kleinen, was du hast, wenn du sprichst, da wird einer gerettet werden. Halleluja. Amen. Ich freue mich über etwas, was ein Mann gesagt hat. Als wir das Evangelium begonnen, ich wusste nicht, wie man betet. Wie habe ich das getan? Wenn ich raus mit meiner Bibel gehe und wenn ich durch die Straße laufe, wenn ich jemanden sehe, dann sage ich, hey, Schwester, Gott liebt dich. Und dann geht er weiter. Das hat er nur gemacht. Wenn er jemand gesehen hatte, wie geht's dir? Gott liebt dich. Das hat er nur gesagt. Und dann hat er eine Frau getroffen. Und er sagte, Gott liebt dich. Und dann hat die Frau gesehen, schaute sie nach. Hast du ihn gesehen? Und dann sagte er, Frau, Schwester, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Gott liebt dich. Was soll das heißen? Ich sagte nur, Gott hat dich berufen, komm zu ihm. Und dann sagte sie, betest du? Er sagte, betest du? Und sie sagte, nein, ich habe es nicht. Darum sagte er, Gott liebt dich. Gott ruft dich. Gott will dich. Und an diesem Tag sagte er, sie hatte nicht viel zu sagen. Komm, mach dies, mach das. Als sie vorbeiging, sagte sie zu jedem Menschen, Gott liebt dich. Und nur dieses Wort. Und Gott gab ihr diese Gabe. Nur als sie diese Worte sagte, hat es jemanden berührt. Halleluja. Amen. Der Heilige Geist hat die Macht, die Gabe zu nutzen, die du hast. Verkleiner es. Sprich etwas. Und der Rest ist Gott überlassen. Weil die Bibel sagt, als der König zurückgekommen ist, wollte er wissen, was hast du gemacht? Er sagte nicht, ja, komm, die Bibel sagt zu uns. Nenge basale laki mbongo na ye. Mosali ya liboso azwi, maboke mitano, aye iko lakisa, mitano mosusu, alobi mokoti. Opesa kingai maboke mitano. Tala na zwi maboke mitano mosusu likolo. Mokoti na azongi seliye, malamu, ozali mosali ya malamu mpe ya botosi. Osali penza mosala, pona makambo ya mike, bongo na kopesa makambo minene na maboko na yo. Yaka epai na ngai to sepela esika moko. Mosali oya zwaki maboke mibale ayeyi mpe alobi mokonzi. Opesa kingai maboke mibale ya mbongo, tala na zwi,
maboke mibale mosusu likolo mokonzi azongiseli ye malamu ozali mosali ya malamu mpe ya botosi osali penza mosala mpona makambo ya meke bongo ekopesa makambo minene na maboko na yo yaka epai na ngai tosepela esika moko na nsima mosali oyo azwaki liboke moko ya mbongo ayeli alobi mokonzi nayebaki te ozali moto ya matata obukaka mbuma ata na ata oyo okoni te nabangaki yango wana nakendeki kobomba mbongo na yo na se ya mabele tala mbongo na yo yango oyo mokonzi azongiseli ye mosali mabe mpe ya koyikoyi oyebaki te nakoki kobuka mbuma ata nakoni te bongo ebongaki otia mbongo na ngai na banki boye lokola ozongise nazongi nalingaki kokende kokamata yango na benefice amen eneme oyo nauti koloba kaka sinechake eloko nzambe azoboya négligence. That's what God möchte, is dass man. Die es genutzt haben. Der Herr war da Freude. Er sagte, komm. Weil ihr treu gegenüber kleinen Dingen wart, da werde ich euch größere Dinge geben. Halleluja. Wenn du treu gegenüber kleinen Dingen bist und gehorsam über kleine Dinge bist, Gott wird diese Sachen vermehren. Er wird mehrere Sachen vermehren. Weil Gott sieht den Frieden, den der Mensch hat. Und er sieht die Liebe, die der Mensch hat. Er sieht die Treue, die der Mensch hat. Und wie diese Verwalter, sie sagten, er hat sein Geld uns überlassen. Da müssen wir trotzdem. Wir müssen das tun, was er sagt. Tun wir auch das, wofür man uns berufen hat? Das ist unsere eigene Frage. Tun wir das, was Gott uns berufen hat? Auch wenn wir eine Gabe haben. Sind wir treu gegenüber dem? Der König ruft. Er sagt, kommt, kommt. Die, wo treu waren. Ihr wart treu. Ich werde euch mehrere Dinge geben. Halleluja. Weil ihr treu wart. Für kleine Dinge. Und wenn ich euch groß sehe, dann werdet ihr noch treuer sein. Halleluja. Und wenn wir faul sind, dann ist es traurig. Der König, da hättest du lieber das Geld in die Bank legen sollen. Weil wenn es in der Bank ist, dann wird es Zinsen erhalten. Aber du hast es vergraben. Und wenn wir zu Ende leben, die Bibel sagt, der König hatte sich nicht über ihn gefreut. Er hat ihn faul genannt. Sollen wir in den Augen des Herrn faul genannt werden? Nein. Das ist nicht gut. Wir sollen nicht nutzlos sein. Das wird traurig sein, wenn man uns so nennt. Und Gott wird uns wie als nutzlos sehen. Ich habe auf diese Leute vertraut. Ich habe ihnen Gaben gegeben. Ich habe ihnen eine Mission gegeben, damit die Leute gerettet werden. Aber sie haben die Gaben, die ich ihnen gegeben habe, verborgen. Und die Leute hätten dadurch gerettet werden können. Und sie haben das genutzt als ihr eigenes privates Eigentum. Und in 1. Timotheus 4,14. Thank you.
aujourd'hui au nom de Jésus. Ne négligez pas les dons qui est en saut en toi. Vendez-le, papa. Amen. Amen. Néglige tes dons au Ezakati na yo. Vernachlässige nicht die Gabe, die in dir ist. Die Gabe, die du hast, meine Geschwister. Vernachlässige sie nicht. Und sieh sie nicht als Nutzen. Das ist sehr wichtig. Und minimisiere das. Sag nicht, das wird nichts machen. Nein. Es ist für das Nutzen der Geschwister. Vernachlässige es nicht. Apostel Paulus sagt zu seinem Kind Timotheus, die Gabe, die in dir ist, die Gott für dich berufen hat, als man dir die Hand aufgelegt hat, vernachlässige es. Diene, nutze es. Nutze es. Amen. 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 Wir können bei Matthäus 13, 12. Matthieu 13, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Die Bibel sagt uns, Gott wird geben, wer, zu dem, der es hat. Wer? Derjenige, der seine Gabe hat. Gott sagt, dann wird man ihn mehr geben, damit er mehr davon hat. Halleluja. Amen. Auch im normalen Leben. Wenn jemand etwas hat, wenn er gerne gibt, dann wird er nichts fehlen. Halleluja. Amen. Und Gott wird diese Person geben. Warum? Weil sein Herz ist offen. Er will nicht sehen, dass jemand verheiratet ist. Er möchte nicht, dass jemand leidet. Er hat es. Und er verschließt seine Augen. Und er sagt, nein, ich muss es jemandem geben. Und darum sagt die Bibel, man wird geben, der wo das hat. Warum? Diese Person hat es nicht für sich selbst. Halleluja. Diese Person hat es nicht für sich selbst. Und die Bibel sagt, und Gott wird immer es vermehren. Und überall, wo du es rauslässt, Gott sieht das. Und er sagt, dieser Mann, diese Frau, denen kann es an nichts mangeln. Diese Frau, die den Herrn, dieses Kind geht für mich. Guck mal, wie sieht es aus. Es kann ihnen an nichts machen. Halleluja. Aber der, wo nichts hat, dieser faule Fels. Halleluja. Er hat eine Gabe verschwunden. Die Bibel sagt. Und dieses kleine Stück wird es nehmen. Amen. Weil er ein untreuer Diener ist. Amen. Und der Wille des Herrn ist, dass wir treu sind, damit wir gesegnet sind. Amen. Amen.